wirklich schön, wieder da zu sein. Anscheinend hat sich nicht viel verändert. Da ist der Ankläger. Was will der denn hier? Er will sich vor Gott zeigen. Woher kommst du? Ich habe die Erde durchstreift und beobachtet, was dort vor sich geht. Was will er wohl? Was hältst du von meinem Diener Hiob? Er ist rechtschaffen und aufrichtig wie kein zweiter auf Erden. Er respektiert mich und lässt sich nicht zu Schulden kommen. Ja, aber Hiob hat auch gute Gründe, Gott zu fürchten. Du hast immer eine Schutzmauer um ihn, sein Haus und seinen Besitz errichtet. Durch dich war er in allem erfolgreich. Schau, wie reich er ist. Aber wenn man ihm alles nehmen würde, was er besitzt, wird er dich von Angesicht zu Angesicht verfluchen. Kann er etwa unmöglich sprechen? Was soll das? Nun gut, stell ihn auf die Probe. Tu mit all seinem Besitz, was du willst. Aber verletze ihn nicht körperlich. Hiob gehört mir. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Es tut mir so leid, Phoebe. Phoebes Vater war ein großartiger Mann. Wir vermissen ihn so sehr. Bitte, kommen Sie herein. Professor Quantum, wie geht's Chris? Es ist hart für ihn, dass sein Opa nicht mehr da ist. Sie haben sich so lieb gehabt. Chris ist im Hof. Geh doch mal zu ihm, Joy. Gehen wir doch alle ins Wohnzimmer. Schon, Junge! Komm her! Gizmo? Was machst du da? Oh, Joy! Gut, dass du aus den Ferien zurück bist. Es ist fürchterlich. Oh. Ich hab das von Chris Opa gehört. Ach, Joy. Es war für Chris die schlimmste Woche in seinem Leben. Es fing alles damit an, dass er den Schuleguan über die Ferien mitgebracht hat und er ist weggelaufen. Nein! Und dann wütete der Sturm des Jahres am Mittwoch über Valley View und ein Baum stürzte in sein Schlafzimmer und brach ihm den Arm. Es geht weiter. Chris hat doch sein ganzes Geld vom Zeitungsaustragen gespart. Es wurde ihm gestohlen, als er es zur Bank bringen wollte. Alles, was nur irgendwie schief gehen konnte, ist schief gegangen, Joy. Und das Schlimmste ist natürlich, dass sein Opa gestorben ist. Tut mir leid wegen deines Opas. Wieso passieren mir diese schrecklichen Dinge, wo ich doch immer versuche, gut zu sein? Chris, manchmal ist... Damit höre ich jetzt auf! Mein Opa ist tot. Chris, ich habe überall nach Iggy gesucht, aber... Oh nein! Superbuch! Lasst mich hier! Ich suche weiter nach dem Schul-Lego! Ich bringe euch zu einem Mann, der alles verloren hat, was er einmal besaß. Denn damit sollte sein Glaube an Gott getestet werden. Halt! Die Ochsen gehören meinen
meinem Herrn. Was ist hier los? Hey, pass auf! Nein. Ich hatte eine echt miese Woche, Mister. Und Sie sollten sich nicht mit mir anlegen. Hier 500 Ochsengespanne. Gestohlen. Wie schade, aber auch. Und nun ist auch noch der Himmel bewölkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Feuer. Oh Mann, meine schlimme Woche ist nichts gegen das hier. Nun lass mich nachdenken. Ich darf Hiob nicht körperlich verletzen. So war der Deal mit Gott. Aber er hat nichts von seinen Söhnen und seinen Töchtern gesagt. Scheint mir weit genug weg von dem... Mein Herr! Was ist los? Was ist passiert? Wir haben mit den Ochsen gepflügt, die Esel fraßen daneben. Da haben uns die Beduinen überfallen und die Tiere geraubt. Sie haben die anderen Diener mit dem Schwert erschlagen und mich am Leben gelassen, damit ich es berichte. Mein Herr! Oh, mein Herr! Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafherden und alle Hirten verbrannt und vernichtet. Ich konnte entkommen, um es zu berichten. Drei Banden Chaldäer haben uns angegriffen und die Kamele gestohlen. Alle anderen Hirten sind tot. Nur ich konnte entkommen, um es zu berichten. Deine Söhne und Töchter feierten gerade im Hause deines ältesten Bruders, als ein Wirbelsturm aus der Wildnis kam und das Haus erfasste. Das Haus brach zusammen und alle deine Kinder sind tot. Ich konnte entkommen, um es zu berichten. Nein, unsere Kinder! Wieso ist das alles geschehen? Der Herr hat gegeben. Und der Herr hat alles genommen. Gelobt sei der Name des Herrn! Er sollte böse auf Gott sein, denn er hat so viel geschehen lassen. Stattdessen ehrt er ihn weiter. Gebrochen, geschlagen und besiegt. Tut mir leid, Gott. Ich werde unseren Wettstreit gewinnen. Hat der Herr des Hauses eine kleine Spende für einen müden Reisenden? Bedauerlicherweise ist mein Herr in Trauer und er hat alles verloren, was er hatte. Was wir noch haben, reicht kaum für uns selbst aus. Ist das wahr? Er hat alles an einem Tag verloren. Seine Familie, sein Vermögen. Auch mir sind vor kurzem Dinge passiert. Schreckliche Dinge, aber... Und Gott hat das alles zugelassen? Oh, konnte Gott sowas tun? Hiob muss Gott jetzt sicherlich zutiefst hassen. Das ist das Erstaunliche daran. Obwohl so viel geschehen ist, betet er weiterhin zu Gott. Das kann doch nicht sein. Niemand verliert sein Vermögen, seine Familie und alles, was er auf dieser Welt hat, ohne Gott dafür anzuklagen und zu fragen, wieso. Gott, Hiob wird dich verleugnen.
Woher kommst du? Von der Erde. Ich reise hin und her, durchstreife sie vor und zurück. Ist dir aufgefallen, dass es keinen zweiten auf der Erde gibt wie meinen Diener Hiob? Ein rechtschaffener und aufrichtiger Mann. Und er bleibt immer ehrlich und ohne Tadel. Haut für Haut heißt es. Ja, alles, was ein Mann besitzt, würde er für sein Leben geben. Kein Schmerz ist größer als dein eigener. Menschen würden alles tun, um am Leben zu bleiben. Wenn Hiob selbst körperliche Schmerzen ertragen müsste, würde er dich vor deinem Angesicht verfluchen. Oh, das ist ja ungeheuerlich. Das gibt es doch nicht. Nun gut, er ist in deiner Hand. Aber lass ihn am Leben. Hiob wird solche Schmerzen haben. Er wird Gott verfluchen und bedauern, dass er je geboren wurde. Was war das? Was ist das? Wer schreit da? Was ist da los? Was ist... Was ist mit dir? Was? Höllenqual. Wie schön sich das anhört. Wie kann man nur seine Schmerzen lindern? Welche Sünde hast du begangen, dass du so leiden musst? Er sieht schrecklich aus. Bist du immer noch fromm und hältst zu deinem Gott? Verfluche Gott und stirb. Du redest wie ein dummes Weib. Akzeptieren wir nur die guten Dinge aus den Händen Gottes, aber niemals die schlechten Dinge? Muss noch passieren, damit dieser Mann seinen Glauben verliert? Halte ein und denk nach. Sterben die Unschuldigen? Wie lange willst werden du die noch Aufrechten so vernichten? Ich habe immer wieder gesehen, dass wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Unheil wächst nicht aus dem Acker und Unheil schießt nicht aus der Erde. Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Der Allmächtige will dich erziehen. Sträube dich nicht dagegen. Es ist ja nett, dass Hiobs Freunde ihn besuchen, aber... Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Hör auf, mich zu beschuldigen, denn ich habe nichts Unrechtes getan. Denkst du etwa, ich lüge? Dass ich nicht den Unterschied zwischen Gut und Böse kenne? Er hat deine Kinder für ihre Sünden bestraft. Also wende dich ihm wieder zu und lebe rechtschaffen. Wir wissen, dass Gott keinen Unschuldigen zurückweist oder einem Sünder nicht hilft. Übergib Gott dein Herz, knie nieder und bete zu ihm und gib deine Sünden auf. Du musst einfach nur Buße tun. Glaubst du, dass mir deswegen all die schlimmen Sachen passiert sind? Weil ich was Falsches getan habe? Ich weiß genauso viel wie ihr. Ihr seid nicht besser, als ich es bin. Und ich werde direkt zu ihm sprechen. Zu dem Allmächtigen. Ich werde meinen Fall mit Gott selbst verhandeln. Und was euch betrifft, ihr habt mich mit Lügen beschmutzt. Was? Wir wollten dir nur helfen. Das ist Unsinn. Wir haben eine Erklärung gesucht, um es dir zu verdauen. Ihr seid nutzlose Hohlköpfe. Wenn ihr nur endlich schweigen würdet, wäre das das Weiseste, was ihr tun könnt. Wovon redest du überhaupt? Hiob hört uns nicht zu. Wir hätten gar nicht herkommen sollen. Oh Gott, ich habe zwei Bitten an dich, damit ich dir begegnen kann. Nimm das schmerzhafte Leiden von mir und ängstige mich nicht mit deiner schrecklichen Anwesenheit. Rede du zuerst, dann werde ich antworten. Oder lass mich beginnen, dann antwortest du! Sag mir, was ich falsch gemacht habe!
komme! Hiob, nach all dem Schlimmen, was passiert ist, glaubst du immer noch an einen Gott, der dich hört und dich beschützt? Ich wünschte, meine Worte würden niedergeschrieben oder in einen Felsen gemeißelt werden. Alles, was ich weiß, ist, dass mein Erlöser lebt und er wird das letzte Wort auf Erden sprechen. Mein Fleisch mag in Fetzen von mir hängen, aber mit diesem Körper will ich Gott sehen. Ja, ich will ihn mit meinen eigenen Augen sehen. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Du erinnerst mich sehr an meinen Großvater. Er glaubte auch wie du. Aber er hört unseren Ratschlägen ja nur helfen, mehr nicht. Es ist völlig klar, dass er gesündigt hat und deswegen muss er Gott um Vergebung bitten. Willst du Hiob nicht auf Wiedersehen sagen? Sag ihm Lebewohl von uns. Wenn ich Hiob wäre, würde ich die sofort aus meinem Freundeskreis streichen. Was ist los? Sieht so aus, als ob Hiobs Freunde weggehen. Ja, sie beharren darauf, dass Hiob schuldig ist und Gott ihn bestraft. Aber er behauptet, unschuldig zu sein und jetzt... Wieso redest du so viel, wenn du so wenig weißt? Mach dich bereit, mir gegenüberzustehen. Kannst du die Fragen beantworten, die ich dir stelle? Wie konnte ich das Fundament für die Erde legen? Warst du dabei? Zweifellos weißt du, wer entschieden hat, wie lang und breit sie werden soll. Wer trägt ihr Fundament? Wer hat den Grundstein gelegt, während die Sterne am Morgenhimmel sangen und Engel frohlockten? Als der Ozean geboren wurde, setzte ich ihm Grenzen und hüllte ihn in Decken aus dickem Nebel. Dann zog ich eine Mauer um ihn herum, verschloss die Tore und sagte, deine mächtigen Wellen enden hier, sie strömen nicht weiter. Ich bin der allmächtige Herr. Aber du sagst, ich habe falsch gehandelt. Nun steh mir Rede und Antwort. Ich weiß, dass du alles machen kannst und niemand kann dich aufhalten. Du fragst, wer ist das, der meine Weisheit mit solch einer Unwissenheit anzweifelt? Das bin ich! Und ich sprach von Dingen, von denen ich nichts wusste. Dinge, die so wunderbar sind und meinen Verstand übersteigen. Ich hatte vorher nur von dir gehört, aber nun habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, und ich sitze hier in Staub und Asche, um meine Reue zu zeigen. Der Wirbelwind nimmt Kurs auf Eliphas Zofa und Bildad! Was ist das? Was mein Diener Hiob über mich gesagt hat, ist wahr. Aber ich bin zornig darüber, dass du und deine zwei Freunde nicht die Wahrheit gesagt haben. Darum geht jetzt und holt 7 junge Stiere und Widder. Geht damit zu Hiob und opfert sie mir auf dem Altar, als Brandopfer für eure Schuld. Dann wird Hiob für euch beten. Und ich werde einverstanden sein, euch nicht für eure Dummheit zu bestrafen. Hiob! Wir bitten dich! Hiob, vergib uns!
Hiob hat nie seinen Glauben an Gott verloren. Wir haben Unrecht! Wir möchten mit dir beten, Hiob! Wir sollen mit dir einen Opfer bringen! Vergib uns! Ja, vergib uns! Hiob! Auf der Welt erwarten euch viele Prüfungen und Trauer, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Chris, da ist Iggy! Schnapp ihn, Giz! Gizmo. Sieht so aus, als ob es jeden Tag ein bisschen besser wird. Ja, vielleicht sollte ich mir eine Scheibe von Hiobs Glauben an Gott abschneiden, wenn es schlecht für mich läuft. Und das ist nicht alles. Was meinst du damit? Hiob hat mir dann noch was beigebracht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird das letzte Wort haben. Mein Fleisch mag in Fetzen von mir hängen, aber mit diesem Körper werde ich Gott sehen. Ja, ich werde ihn mit meinen eigenen Augen sehen. Danach sehne ich mich von Herzen. Nachdem Hiob für seine Freunde gebetet hatte, wendete der Herr für Hiob alles zum Guten. Ja, er gab ihm sogar das Doppelte von dem, was er vorher hatte. Hiob bekam 7 weitere Söhne und 3 weitere Töchter. Und im ganzen Land waren keine Mädchen so schön wie die Töchter von Hiob. Hiob lebte noch weitere 140 Jahre. Er sah 4 Generationen seiner Kinder und Enkel aufwachsen. Dann starb er als alter Mann, der ein langes, erfülltes Leben gehabt hatte. Jesus, du starbst dort an dem Kreuz, standst auf vom Tod, hast uns befreit. Komm und vergib mir meine Schuld, sei du mein Retter, Herr und Freund. Mach mich neu, verändere mich und hilf mir, Herr, zu leben für dich. Stell dir vor, wie wir reisen durch.
vergangen.